1-0, boah, los geht's, Party harte, alt. Wie ihr seht, Leute, bekommen wir hier zu World of Warships hier auf meinem Kanal. Geil. Endlich mal wieder eine Aufnahme World of Warships. Freut mich. Wir haben sämtliche, wir haben gerade Flaggen bekommen. Wir haben hier von mehr Geschützkapazität, weniger Schaden beim RAM, mehr Schaden machen beim RAM, bis schnellere Geschwindigkeit, bis über schnellere Brandbekämpfung. Wir haben hier fast so gut wie alles. Wie kann das Schiff schon so weit vorne sein? Also wir haben hier vieles drin. Jedenfalls so sieht mein Schiff jetzt aus. Das ist die St. Louis von Amis. Wer jetzt gedacht, steht da, man sieht so eine Flagge und es macht wieder Spaß. Ich freue mich so extrem, hier wieder drauf zu sein und euch wieder zu zeigen, dass ich auch auf hoher See, genauso wie in der Luft, einfach meine Kräfte habe und Kräfte zeige. Ich werde hier ein paar Runden zu spielen, ein bisschen was aufnehmen und ich freue mich extrem darauf. Warum ich mich so freue, weiß ich nicht. Ich werde heute Abend, ich werde dann mit Leid noch ein Spiel kaufen gehen. Oh, ich wurde entdeckt. Scheiße. Wahrscheinlich ein Spiel, mal gucken für die Base. Oh. Jetzt wird es natürlich gleich spannend. Wo wollen wir lang? Und wieder zwischendurch? Ja, ich wurde entdeckt. Ich weiß, zum zweiten Mal. Oder habe ich jemanden entdeckt? Ich weiß es nie. Eigentlich hier geradeaus durchzufahren ist gar nicht mal so schlecht. Habe ich den jetzt getroffen? Ich habe ihn getroffen, nice. Muss mal gucken, dass wir hier jetzt nicht unbedingt entdeckt werden. Oh, es wird nicht. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich so einen großen Unterschied macht mit der Geschwindigkeit. Aber mal schauen. Wir sind jetzt mit 27 Knoten unterwegs. Ne, 27. 24 waren schon durch, oder 21 maximal. So, jetzt geht's los. Stehen wir mit der AP rein. War zu weit, das war da jetzt viel zu weit. Fünf Kilometer entfernt. Ich glaube, mal hier so hin zu schießen, das glaube ich doch nicht ganz so schlecht. Jetzt werde ich gleich vom Torpedo getroffen. Ah, nee, vorbei. Nice. Oh, jetzt. Einmal drehen, einmal... hier vor uns ist ja noch jemand. Ja, ich sehe, wir werden gerade ziemlich runtergeballert. Ich habe Ausfälle gemacht. Zitadelle auch noch getroffen. Sehr gut. Also irgendwas treffen auf der Insel wird jetzt in nächster Zeit nicht sein. Deswegen kann ich so schießen. Ich hoffe, dass meine ganzen jetzt zu treffen hier. Wieder Zitadelle und zerstört. Heilige Makaroni. So, hart Backboard. Und voll von rein. Zwar durchgeschlagen, schön. Wir können den Versuch noch mal zu rammen, weil ich habe ja mehr Rammkraft. Mich nicht rannehmen, ich bin glaube ich fast ein gefährlicheres Ziel als er.
Ja, man kriegt schon mit. Ich kann mir, da muss ich schon genauer treffen. Ich versuche hier noch ein paar Punkte zu kriegen. Ich krieg das ja eh nie hin, die Basis anzugreifen. Oder unsere Basis zu erobern. Ja. Und eine Insel, nee. Schon wieder Feuer. Gut. Ich glaube, mir ist das jetzt egal. Ich versuche mal zu rammen. Weil wir kriegen hier gerade richtig einen auf die Fresse. Und immer soll ich mehr Rammschaden auf immer machen. Gehen wir mit der HE rein. Wo ist denn hier? Können, irgendwo muss der Munitionslager sein. Ich mache jedenfalls viel Schaden, aber viel bringt mir es eh nicht. Bin eh gleich zerstört. 300. Das war's. Scheiße. Wie lange ging die Runde jetzt? Risiko nicht. 7 Minuten oder sowas. Mit 31.000 Punkte. Bin ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir haben noch 2. Wir haben hier... Was haben wir noch? Was haben wir hier noch am Leben? Belfort kenne ich gar nicht. Was ist das für ein... Engländer? Glaube ich. Ah, die jetzt auch gleich. Die ist jetzt auch weg. Und weg. Und dann haben wir nur noch... Die St. Louis hier, nee, Kohlberg. Die ist aber auch noch relativ gut intakt, aber brennt schon lichterloh. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht nochmal antun. Wir gehen zurück zum Hafen. Und ich würde mal sagen, wenn ich da ganz platt gefallen hätte, Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten, dann schreibt in die Kommentare, welche Schiff ich mir am besten mal oder in welche Richtung ich mal gehen sollte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männerwort. Ciao, ciao.